Tagwache um 4 Uhr. Und das, obwohl die Kinder bis 7 geschlafen haben. Also 6:30. Und da habe ich sie aufgeweckt. Das heißt, da ist viel los in dem alten Mann. Auch in der Magensgegend. Inzwischen haben wir einen sehr emotionalen Morgen verbracht. Wir waren lange am Sofa und haben gekuschelt. Und ich wurde wirklich von der entsprechenden Abteilung zurückgerufen. Allerdings kann man mir noch nicht viel sagen. Ich hoffe, dass es heute nochmal ein Gespräch geben wird, wo ich dann mehr erfahre und wo das Ganze ein bisschen verdeutlicht wird. Das ist die Hoffnung. Ich sitze hier im Auto am Parkplatz, denn ich sollte in circa einer halben Stunde beim Zahnarzt sein. Mir wäre es natürlich lieber, wenn das früher wäre, dann würde sich der Termin dahinter nicht so verkeilen. Aber die Zahnärzte haben den Luxus zu sagen, wir fangen um 8:30 an und nicht früher. Und ich beneide sie dafür. Ich bin im Moment ja eher so ein Rund-um-die-Uhr-Arbeiter, wenn ich nicht gerade so blockiert bin, dass nichts geht. Ich bin der alte Knacker Schmatz aus dem rostigen Städtchen Lenkbach im Wienerwald. Und das ist unser Coronavirus-Tagebuch. Ich kann es nicht mehr lesen. Der Neulenkbach. Flug. Neulenkbach. Flug. Die Zähne sind nachjustiert. Der Plan ist es jetzt mal schnell die Brutschi-Brötchen zu holen und dann für eineinhalb Stunden aus der idiotischen Realität auszubrechen. Bin noch nicht so sicher, ob das so toll wird, wie ich das gerne hätte. Aber es ist etwas, auf das ich zumindest lange hingearbeitet habe, was natürlich jetzt total schwer zu ertragen ist. Dennoch ist der Plan, das jetzt zu leben und zu schauen, dass das über die Bühne geht. Das ist der große Plan. Ansonsten werden wir heute die Kinder schnappen und zu unserer Familienberaterin fahren, dass die da ein bisschen unterstützen kann und hoffen, dass dann die Verarbeitung etwas leichter fällt. Wir hoffen es, wir arbeiten dran. Und ein kleiner Optimismus des Überlebens kehrt ein. So ist das gerade. Ja, schauen wir mal. Ich berichte euch danach, wie es war. So mache ich das. Ich bin's wieder, Flipperstein Schmatz, der alte Knacker aus dem Rostigen Städtchen Lenkbach in Wienerwald. Es ist was Schreckliches passiert. Da ist ein Auto in den Hof gefahren. Schaut euch das an, was da passiert. Es ist unglaublich. Ich zoome da mal drauf, aber es darf keiner wissen, was hier passiert. Schaut, Leute mit einer Kamera und mit einem Auto und Licht und grünen Kennzeichen. Es sind schreckliche Sachen, die hier passieren. Mal schauen, wie es weitergeht. Es wird auf jeden Fall höchst spannend und schauen wir mal, was da genau abläuft. Das ist das, was von 50 Brötchen übrig geblieben ist. Na gut, die Christina Sprenger hat auch ein paar gegessen, muss man jetzt ehrlich dazu sagen. Aber weg sind sie und jetzt gibt es neue Sandalen. Wenn man es schafft, 20 Brötchen zu essen, das waren keine 20, aber doch ein paar, darf man sich auch ein Eis gönnen. Das ist ein griechischer Joghurt-Eisbecher. Die Kinder haben extra noch extra und die Frau hat extra noch extra und da essen die Kinder noch nicht. Das ist der Plan. Und die Waffe gibt es auch noch. Zahlen und Fakten für den 14.06.2021. Es gibt 64 laborbestätigte Fälle, 2 verstorbene und 323 Genesene. 7-Tage-Inzidenz bei 19,4, 644.641 laborbestätigte Fälle, 9.498 aktive Fälle, 219 im Spital ohne Intensiv, 99 auf der Intensiv, 48.145.979 durchgeführte Testungen, 10.401 Verstorbene, 624.742 Genesene. Die letzten 4 Tage im Vergleich. Der 9.6. mit 288 laborbestätigten Fällen, der 10.6. mit 234 laborbestätigten Fällen, der 11.6. mit
206 laborbestätigten Fällen, der 12.06. mit 216 laborbestätigten Fällen und der 13.06. mit 108 laborbestätigten Fällen. Tja, da war's also heute. Und es hat sich viel getan. Der Morgen war nach wie vor schwierig. Der Rest des Vormittags war auch schwierig, obwohl was passiert ist, von dem ihr gleich erfahrt. Und der Nachmittag war dann interessant. Wir haben nämlich unsere Familienberaterin getroffen. Und die hat uns eine Menge Luft gegeben, möchte ich jetzt mal so sagen. Und mit Luft ist alles leichter. Ja. Was wir gelernt haben: traurig ist wichtig, traurig ist gut. Aber zwischen den traurig muss man auch kurz Pausen einlegen, damit man das traurig aushält. In diesen Pausen muss man was anderes tun. Und das haben wir heute ein paar Minuten oder sogar eine halbe Stunde lang gemacht. Und damit geht das Leben weiter. Es sind klare Wege definiert, wo es hingehen wird in den nächsten Wochen und Monaten, wie die Schritte sein werden, wie die Pläne sind, um alle Beteiligten möglichst zu unterstützen. Das wäre der Plan. Und die Hoffnung ist groß, dass das auch klappt. Wenn es nicht klappt, merkt man es dann. Ich bin aber jetzt mal hochoptimistisch. Ja, man muss das Beste draus machen. Ich habe heute dann doch eine Menge gegessen, auch das Eis. Wahrscheinlich tut mir jetzt der Hals deswegen weh. Morgen hat sich meine Frau angekündigt, dass sie Spargel kocht. Und ich habe einige Pakete bekommen, die ausgepackt gehörten. Und dann ist was ganz Interessantes passiert. Schaut's mal. Soll ich einen Traktor holen? Oje, das schaut aber schlecht aus. Ich hab noch einen Ladestecker im Auto. Die elektrischen springen so schlecht an. Ja. Du kleiner, die Zündkerzen da. Herzlich willkommen bei der Sommertour aus Neuleckbach. Ja, die Kindheit, das ist ja so eine Zeit, an die sich viele sehr gerne zurückerinnern. Was hast du gerne gespielt in deiner Kindheit? Eindeutig Barbie mit meiner besten Freundin Susi. Ja, was, das Lego, da habe ich so einen LKW gehabt, so einen grünen Technikschrank, der war schon ein bisschen automatisch, war sehr cool. Ach, das passt ziemlich gut zu heute, denn jemand, der beim Zurückerinnern besonders behilflich sein kann, das ist Daniel Schmatz. Und den besuchen wir jetzt nämlich in seinem Kinderkram. Darauf habe ich lange hingearbeitet und ich habe mich auch sehr gefreut darüber. Und es war heute Vormittag sehr schön, sehr nettes Team. Aber es war echt schwierig. Es war echt eine riesen Herausforderung. Hat dann doch geklappt. Am 3. August seht ihr das auf Niederösterreich heute. So ist der Plan. Schauen wir mal, ob das klappt. Ich werde euch daran erinnern. Und in Social Media soll es irgendwann jetzt mal auftauchen. Und wenn es nicht passiert, dann mache ich es selber. Das ist der große Plan. Ich habe es versucht und mein Samsung hat Dinge gemacht heute. Ihr habt überhaupt keine Ahnung. Ich wollte ein Facebook, ein Instagram-Bild wollte ich posten. Nö. Er hat ein Video gemacht und das Video, das ist jetzt in den verschlungenen Programmkernen von Linux Android verschwunden. Da werden wir schauen, ob wir das wieder finden. Ich habe dann auch schnell mal mein Windows-Folder ausgegraben, denn das hat aufgenommen, aber sowas von und zu wie. Und ja, schauen wir mal. Ansonsten, das Wetter ist heute gut und schön gewesen. Es war nicht so heiß. Das Lego hat niemand weitergebaut. Und unser lieber älterer Mittelschüler sitzt da und macht fleißig seine Hausübungen, weil er halt den ganzen Tag unterwegs war nach der Schule. Der Schock sitzt noch in den Festen. Es hat neue Hubs, nein nicht. Es hat neue Botschaften gegeben, die alles wieder ein bisschen verändern. Man weiß noch nicht wohin. Man weiß, dass ein kleiner Problemfaktor mal wegfällt, der sehr zu hinterfragen ist, den wir wahrscheinlich in einem Jahr mal aufarbeiten werden oder so. Vielleicht halte ich euch dann am Laufen. Glaubt ihr, dass wir in einem Jahr noch einen Lenkbach-Vlog machen? Schreibt es mal drunter, was haltet ihr davon? Vielleicht bin ich dann schon berühmt
Und die Politiker küssen meine Füße, weil sie auf meinen Kanal wollen. Mache ich da noch immer einen? Na klar, mache ich da noch einen Lenkbau-Vlog, sonst will ja keiner auf meinen Kanal mehr. Ach, ist das alles kompliziert. Die Lego-Videos, die ich da gefilmt habe, sind bereits geschnitten. Ich hoffe, richtig geschnitten, denn das war gestern am frühen Abend so eine Katastrophe. Ich war dann um 8 im Bett. Kurz nach 8. Und die sind jetzt schon auf YouTube hochgeladen und jetzt werden sie noch indizieren und wie wisst ihr, was man da ist. Und kapitalisieren und alles. Das ist noch der Plan in den nächsten Tagen. Und ich hoffe, das passiert jetzt noch vor Donnerstag, denn am Donnerstag wäre das erste fällig. Damit habe ich mal bis 7. Juli, glaube ich, vorproduziert. Damit fällt mal die nächsten 3 Wochen Stress weg. Damit ist das vom Tisch. Wo ich mir inzwischen wirklich Sorgen mache, denn es ist Mitte Juni, ich habe noch kein Holz geschnitten. Und das ist ein Thema, ich sollte wirklich Holz schneiden. Und es wird auch einen Wutbock in unseren Hof geben, habe ich beschlossen. Der wird vielleicht schon morgen aufgebaut. Und da kann man dann die Wut bocken. Das ist so der Plan. Da drüben nickt einer ganz fleißig. Ja, das brauchen wir. Ja, schauen wir mal. Ich muss noch einige E-Mails schreiben. Ich muss meinen FFP2-Mundschutz wieder in das Auto bringen. Den habe ich noch in der Hosentasche. Und ich muss mit meinem Hund und meiner hübschen Frau gehen. Und dann werden wir mal schauen, wie wir den heutigen Abend über die Runden bringen und ob vielleicht doch noch ein Lego weitergebaut wird. Es war halt nicht schlecht und wenn ich da her schaue, liegen noch immer die Legos und natürlich die interne Kamera für die internen Dokumentationen. Da ist schon gespannt, ob wir die brauchen werden und was wir mit denen machen. Ich habe unsere Familiengeschichte ein bisschen aufgearbeitet. Ich dokumentiere ja grundsätzlich schon seit vielen Jahren mit und zwar um genau zu sein seit 2009. Weiß ich jetzt, ich habe nachgeschaut. Und das ist so eine Mappe, wo jedes Familienmitglied praktisch eine Tabelle hat. Und dann gibt es eine Tabelle für mich und natürlich die Frau. Und dann gibt es noch eine für so Behörden und rechtliche Abteilungen. Und jetzt brauche ich irgendwie da so eine Zusammenfassung. Das ist nicht leicht. Hui, ich sitze schon seit 3 Tagen da zusammenzufassen. Und es ist unglaublich, was man über sich selbst lernt, wenn man so eine Liste dann 10 Jahre später oder 5 Jahre später liest, was sich da im Leben alles getan hat. Und wenn ich da jetzt lese, dass ich ein Projekt geschnitten habe, das 2012, und dass mir beim Schneiden vom 2012-Projekt, das gibt es auf Eitle Filme drüben, also YouTube oben Eitle Filme reinschreiben, und da kann man dann 2012 alle Folgen anschauen. Was sich da im Familiensystem getan hat, welche komplexen Interaktionen da waren, welche Einwirkungen von innen nach außen und von außen nach innen. Es war sehr faszinierend, muss ich sagen. Man sieht ganz kleine Ausschnitte in 2012 und das war ein eher strukturiertes Projekt. Das heißt, da wurde wirklich gefilmt, ganz bewusst den Tag. Und erst ein Jahr später wurde dann jeden Tag, ein Jahr später haben wir die Premieren gemacht in der Theaterei. Und haben wirklich mit vielen Brutschi-Brötchen jeden Film prämiert. Jeden Monat hat es einen Film gegeben, also 12 Filme, immer 3 Filme an einem Tag. Es ist ein nettes Projekt. Am Anfang sind es sehr kleine Beiträge, aber dann sind so ganze Kraftwerke. Und am Windrad war ich im Juni. Ich glaube, am 15. Juni war ich, glaube ich, am Windrad oder so. Gibt es das? War das dein Geburtstag? Ich glaube, Mitte Juni. Da müsst ihr mal rüberschauen zu Eitle Filme. Ich bin zu faul, dass ich es verlinke. Da müsst ihr schon selber oben Eitle Filme. Und dann war ich noch in Zwentendorf im AKW, ich war in Thürnrohr im Kohlekraftwerk, ich war in Mellach in der Steiermark im Gas- und Kohlekraftwerk, ich war in Kleinwasserkraftwerken, das war ein sehr tolles Projekt. Und ich war in der Dorfmühle, inzwischen weiß ich den Namen, mit Herrn Hunzgruber, der hat ganz toll das gemacht. Und der Wenzel war als kleiner Knilch dabei 2012, der war ein bisschen mehr als zwei Jahre, der hat dort den Brontosaurus hat er besucht und ganz schlimme Dinge gemacht, vor denen ich mich heute noch fürchte. Die Zweijährigen. Das war nett, da sind wir sehr lange im Auto gefahren, es war eiskalt und ich war ein bisschen kränklich. Ich habe schon überlegt, ob ich den Dreh absage, habe mich aber dann doch entschieden zu fahren und der Ford Sierra hat keine besonders starke Heizung gehabt. Und wir sind dann trotzdem gefahren, Heizung voll und es wurde dann im Auto doch lauwarm und dann sind wir irgendwo vor diesem Kraftwerk ein paar Kilometer abgefahren und in einem ganz kleinen Kreisler haben wir uns ganz tolle Sachen zum Essen gekauft. Das war ein Genuss. Ach, das war schön. Das ist natürlich nicht im Film. Im Film ist das Kraftwerk. Aber der Ausflug ist bis heute in meiner Erinnerung.
Der Wenzel schon. Was erzählt der alte Mann? Apropos, ich bin heute von meiner Frau informiert worden, ich bin nicht alt. Habe ich gefragt, ab wann bin ich alt? Der Wenzel hat gesagt, ab 60. Die Frau hat gesagt, ab 70. Das heißt, ich bin euer alter Knacker, aber erst in 27 Jahren. Jetzt bin ich noch nicht alt, jetzt bin ich der mittelalterliche Knacker. Ich bin der mittelalterliche Knacker, kann doch keiner was sagen. Der mittelalterliche Knacker. Ja, also ihr seht, es ist ein bisschen das Leben zurückgekehrt, auch das Gewicht, wenn man genug frisst und sauft. Saufen werde ich jetzt noch nachholen. Und jetzt gehe ich als erstes mit meiner Frau, dann schneide ich dieses Video und dann schauen wir mal, wie wir die nächsten Tage über die Bühne bringen. Nächster interessante Tag wird vermutlich der Mittwoch. Das sollte dann diese Dokumentation fertig sein, dass ich das in der Hand habe. Und ja, schauen wir mal. In diesem Sinn, bis später, bis dann, bis irgendwann hier auf diesem wunderbaren YouTube-Kanal.